Hallo und herzlich willkommen beim Koch des Jahres. Heute Tag 2. Wir sind hier in Bonn im Camea Gran und wir freuen uns sehr auf euch. Bleibt gespannt, es wird ein toller Tag. Also schon mal spannend gestartet. Hier unterschiedliche Herangehensweisen, jetzt zuletzt eine richtig gute Vorspeise bekommen und so kann es gerne weitergehen. Wir freuen uns. Herzlich willkommen im wunderschönen Camea Grand Bonn, meinem Wohnzimmer. Guckt euch die Stimmung an, die Location. Es passt einfach alles. Wir haben tolle Kandidaten, tolle Menüs, tolle Juroren. Was will man mehr? Viel Spaß bei diesem geilen Tag. Heute ist die Technik mega hochgehalten hier im Wettbewerb. Das ist der absolute Hammer, wie die Teilnehmer hier Gas geben und sich natürlich vor der Tasting-Jury perfekt präsentieren wollen. Also es ist einfach wirklich der Mega-Hammer, was die hier heute abliefern. Also ich muss sagen, heute wieder die Jury, Koch des Jahres, ich muss sagen, da kann man schon stolz sein, dass man so hoch dekorierte Kollegen dabei hat und die wirklich auch sagen können, dass es schmeckt, ja, und was man besser machen kann, eventuell was nicht so war. Und da tun wir auch hinterher offen drüber reden. Und ich denke aber, da gibt jeder seine Bewertung ab und das ist auch wichtig, weil man muss ja sehen, das, was die da leisten, so ungefähr 20 Meter weiter, das ist schon ein großes Kino. So, der letzte Gang ist serviert. Ich sammle die Bögen ein und freue mich wahnsinnig auf das Ergebnis. Der erste Platz im heutigen Vorfinale und damit das letzte Ticket fürs Finale auf der Anuga vergeben wir an Marvin Böhm. Das ist für dich.